Wir sind wieder da, Studio Niederbüren, CMT Womerklick. Der zweite Teil, zweite Beitrag. Und zwar geht es bei dem Beitrag mal um Genussreisen. Für mich ist ein Genuss, wenn ich so eine Schokolade nehme und mit dem Wohnmobil rumkurve. Dann habe ich schon Genussreise. Und da gibt es schöne blaue, schöne grüne, es gibt gelbe und in allen drin ist echte, originale Schweizer Schokolade. Und anhören tut sich das so. Aber jetzt schauen wir uns den Beitrag Genussreisen an. Viel Spaß! Wenn ich so durch die Halle laufe, schaue ich mir die Stände an. Da gibt es kleine Stände wie die Reisemobilunion als Beispiel. Oder da hat es sonst einen Anbieter, Deutscher Campingclub. Hier ist Premium Camps und. Und was mich ganz fest interessiert, sind so kleine Firmen, die irgendwas haben, was sonst niemand hat. Und wenn ich da jetzt lese Genussreisen, dann kommt mir sofort eine Pizza und Toskana in den Sinn. Jetzt gehen wir mal zu dieser Genussreise, wie das heißt, mobiles Erleben, und schauen da in den Stand hinein. Morgen. Morgen. Ich mache jetzt gerade einen Film über kleine Firmen oder Anbieter, die was Spezielles haben, was andere nicht haben. Ich habe Genussreisen gelesen und stelle mir da selber irgendwas vor, vielleicht liege ich da ganz falsch. Erklären Sie mir, was ist Genussreisen? Also Genussreise, wir verbinden den Wohnmobilurlaub, den touristischen mit den kulturellen und kulinarischen Highlights der jeweiligen Region. Das heißt, bei unseren Campingreisen fahren wir zu den Erzeugern der Produkte, essen da, haben tolle Events, tolle Weinproben, beispielsweise in Italien, tolle Whiskyproben, die wir da machen, und sind so mit dem Reisemobil auf exklusiven Plätzen oder unterwegs, den schönsten Campingplätzen der Region, exklusive Plätze, beispielsweise in Schottland auf Schlössern und Whiskydestillen, und essen da schön und machen da schöne Events in kleinen Gruppen. Am Tisch ist es auch ringer, leider gibt es hier nichts zu trinken, aber im Hintergrund sehen wir schon mal schöne Bilder, das muss in Schottland sein. Da wird zwar geschrieben Italien, Schottland, Spanien, Frankreich, Deutschland. Genussreisen, also fast in ganz Europa unterwegs? Ja, wir sind unterwegs in den schönsten Regionen Europas, überall da, wo es kulinarische Highlights gibt. Die Bilder sind tatsächlich in Schottland entstanden. Wir machen jedes Jahr 2 Reisen nach Schottland. Die Reisen gehen immer 3 Wochen und finden im Sommer statt. Da sind wir unterwegs. Wir versuchen auch hier wieder private Plätze anzufahren. Im Hintergrund sieht man beispielsweise das Dunrobin Castle. Da stehen wir mit den Wohnmobilen davor. Aber nicht nur das, wir gehen auch rein. Wir essen da drin, wir haben da drin ein Konzert, da sind dann 22 Dudelsackbläser beispielsweise auf der Treppe. Wir machen ein schönes 3-Gänge-Menü da drin. Wir versuchen einfach an Orte zu kommen bei den Reisen, die normalerweise als alleinreisendes Wohnmobil so gar nicht anfahrbar sind. Selbstverständlich kann man da tagsüber rein, aber halt nicht abends zum Essen. Das ist so ein bisschen die Philosophie von Genussreise, das ganze schöne Ambiente mit dem Reisemobilurlaub zu vereinbaren, ohne dass es dann dass man da mit dem Frack beispielsweise in Zürn auftauchen muss, auch wenn ich jetzt hier bei der Messe entsprechend gekleidet bin. Im Urlaub bin ich da völlig entspannt und bei den Reisen bin ich da völlig entspannt und die Gäste auch. Also ganz eine legere Art. Tönt ja sehr interessant. Was mich jetzt interessiert, wie sieht es mit den nächsten Reisen aus? Sind die schon ausgebucht und wohin geht's? Also die ersten Reisen, die wir machen dieses Jahr, die sind bereits ausgebucht. Wir haben hier auf der CMT sehr viel Erfolg gehabt. Wir sind ja zum ersten Mal dieses Jahr hier vertreten mit einem eigenen Stand. Und unser Konzept kommt sehr gut an bei den Leuten. Wir haben eine Osterreise nach Italien, die ist bereits ausgebucht. Und wir haben eine Schottlandreise im Sommer, die auch ausgebucht ist. Es gibt natürlich noch Plätze, unter anderem auch nach Italien im Herbst und im Sommer diesen Jahres. Da haben wir ein tolles Messeangebot mit dabei, mit einem Koch-Event, mit einer Sterneköchin, mit der wir da in Florenz noch in die Kochschule gehen zum Beispiel.
Und nach Schottland können Sie mit uns auch noch mitkommen. Da sind auch Plätze noch frei für die Reise vom 2. bis 24. August. Da sind wir dann 3 Wochen auf einer ganz tollen Reise in Schottland. Super. Nebendran am Tisch sind interessierte Kunden. Wir fragen doch die mal, was für Wünsche die an dieses Unternehmen hat. Entschuldigung, wenn ich da reinrede. Sie sind Kunden, Sie kennen Genussreisen. Kennen Sie schon? Ja, oder wir nicht? Schon, ja. Wir haben schon 2 Reisen mitgemacht. Ihr wart schon dabei? Wir waren schon dabei. Moment, da muss ich die Kamera anders hinstellen. Sie sehen schon, ich knie vor Ihnen. Hä? Ihr wart schon dabei bei so einer Reise? Ja, wir haben schon 2-mal das Vergnügen gehabt. Einmal in Italien und einmal in Schottland. Und? Sehr gut. Begeistert? Ja, sehr begeistert. Wir haben Macht jetzt das wieder. Nur wegen Film, dass ihr so redet? Nein. Oder? Nein. War wirklich toll. Ja. Sehr entspannt, ganz sehr gutes Essen. Ja. Man hat ja als, ich bin ja selber Wohnmobilist, ich habe immer die Angst, dass wenn 10 dabei sind, dass irgendeiner Probleme macht. Die Angst hatten wir auch, aber völlig unbegründet. Wir waren auf der 2. Reise in Schottland 15 Wohnmobile. Es war vom 1. Tag bis zum letzten Tag ganz harmonisch. Es ging Hand in Hand, jeder hat mitgezogen, war wunderbar. War super drüber, ja. Ja, absolut. Und ihr geht wieder? Wir gehen wieder. Wir haben dieses Jahr? Nein, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr haben wir es wieder vor. Und wohin geht dann die Reise? Entweder Andalusien oder Irland. Irland, ja. Eins von beidem. Je und nachdem, mich nehmt ihr nicht mit? Wenn du willst, gerne. Also vielen Dank. Gerne. Irgendwie scheißt mich jetzt mein Job an. Ich möchte auch Genussreisen anbieten. Also bis dann. Vielleicht sieht man sich da. Viel Spaß. Tschüss. Das hat er gut gemacht, der Lars. Zum Wetter. Halt immer noch dunkel. Bis zum nächsten Beitrag. Tschüss.